So, Freunde, es geht direkt weiter. Wir gehen jetzt weiter hinein in die Sowjetanlage. Und wollen wir doch mal sehen. Oh, hätte ich da runter können? Ich wollte sagen, wollen wir doch mal sehen, was uns da erwartet. Er ist getroffen. Ach hier, okay. Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Okay. Achso, da muss ich hingehen. Ich dachte, der kommt zu mir. Okay, erstmal muss ich plündern. Hallo? Fehlende Ausrüstung. Um dieses Objekt zu öffnen, benötigen Sie den Dietrich. Den Dietrich, genau. Ah, okay, dann ist es also klar, dass ich ihn bekomme. Mal gucken, was hier so Schönes für mich ist. Munition. Muni ist auch immer gut. Immer mitnehmen. So viel es geht. Aber ansonsten ist hier nichts Interessantes für mich. Der Verlust der Treibstofftanks wird sie behindern, aber nicht stoppen. Wer sind Sie? Das klären wir Wer später. Sind Sie? Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man Ihnen trauen kann. Kommunikationsausfall. Ach, Belohnung, da gibt es den Dietrich. Natürlich nehme ich die Mission an. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Anzeige für optionale Mission. Okay. Lass mal die Leichen plündern. Oh, was haben wir denn hier? Sieht komisch aus. Okay, hier ist nichts Interessantes. Gehen wir doch mal. Okay, die grünen Punkte da hinten. Na komm, mach noch mal. Hallo? Das sind die Missionsziele, die ich habe, um den Dietrich zu bekommen. Darum kümmern wir uns jetzt. Na, also. Manchmal tue ich mich auch echt schwer, ne? Hallo! So, Deckungsgut. Was haben wir hier? Wölfe. Und kalt ist mir. Da kann ich hoch. Soll ich das machen? Dann komme ich da drüben hin. Okay, ich weiß noch, dass ich auf dem Rückweg ja sowieso hier lang komme. Kann ich auch so darüber springen? Ich gehe einfach mal hier hoch. Komm, zieh dich hoch! Clara! Lara. Alles klar. Und da unten sind Geschenke. Oh, ich hatte ja auch eigentlich noch mal in meinem Basislager. Obwohl, nee, habe ich ja erst. Da wird sich nicht viel getan haben. Ich springe einfach darüber. Oder ich schwinge darüber. Oder rutsche. Wie auch immer. War ganz schön kalt, ne? Optionales Herausforderungsgrab. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Ja, ich kann ihn aufmachen. Kann ich nicht. Benötigen Sie den Dietrich. Ah, hier ist was zu lesen. Ich habe. So, nähere Betrachtung. Rote Ankunft. Seiner Beschreibung nach haben die Sowjets eine Eisenbahnlinie direkt zum Berg gebaut. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Ja, das wäre ja schön.
Aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Dazu wird es nicht kommen. Achso, ich habe ja irgendwo hier ein Grab gefunden. Ich gucke mal auf die Karte. Apropos Karte. Von da bin ich gekommen. Und hier lag doch irgendwo eine Karte. Scheiße, habe ich die Karte jetzt liegen lassen? Das fände ich gut. Hier haben wir ein Grab. Aber... Okay, hier war mein letztes Lager. Nee, so. Ach, was habe ich denn hier liegen lassen? Es ist dunkel. Höhlen. Eine von fünf Höhlen. Okay, das kann ich ja auch später alles noch machen. Ich kann ja immer wieder zu meinen Basislagern zurückkehren. Okay, dann kümmere ich mich jetzt erstmal um diese extra Mission hier. Irgendwie ein bisschen planlos, habe ich das Gefühl. Laufe ich hier durch die Gegend. So, ich will jetzt nochmal eben was gucken. Nee. Okay, also andere Richtung. Dann muss das Grab hier irgendwo sein. Ja, erledigen und heutigen Sie Tiere und Ressourcenherstellung. Habe ich gerade was Komisches gehört? Holz! Da liegt auch noch was. Munition. Mitnehmen. Ich entferne mich immer wieder von meinem eigentlichen Ziel. Hallo? Entschuldigung. Die Musik wird spannend. Ach du Kacke! Stirb! Ach du Kacke! Kommt mir nicht zu nah. So. Haut. Hell. Das nehme ich auch nochmal mit. Wir müssen mehr Informationen aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Ja, vielleicht. Kommunikationsrepeater. Hier ist, glaube ich... Ja. Trinity muss die installiert haben. So, den ersten haben wir. Irgendwo hier ist der Eingang für das Herausforderungsgrab oder so. Markiere ich mir mal. Direkt da an der Ecke. Okay, ich gehe erstmal hoch und schaue mich hier so ein bisschen um. Ist hier jemand? Oder warum läuft sie so vorsichtig? Habe ich irgendwas übersehen? Sind die Wölfe. Okay, ich lasse sie mal. Ich lasse sie einfach Wölfe sein. Meint ihr dieses Grab?
interessanten Ort entdeckt. Okay, erstmal nachladen. Brauche ich nicht. Ach, scheiße. Oh! Oh, shit! Ah! Ah, ich bin auch echt so blöd! Oh, scheiße! Was mache ich denn für einen Scheiß? Oh, guck mal, die kuscheln. Echt, wie blöd. Noch nie so schlecht gespielt. Naja. Ich hoffe, das ist nicht das Herausforderungsgrab. Pilze, alles voll. Erz. Und eine Karte. Gut. Karte aktualisiert. Nee, das war's nicht. Gut, da ist noch ein Relikt. Was haben wir denn hier? Truhe und ein Dokument. Das war aber eben auch noch nicht da. Hier habe ich ein Relikt vergessen. Na gut. Nehmen wir hier auch nochmal das Erz mit. Und dann raus hier. Habe ich den schon gehoben? Das sind die beiden. Okay, raus. Letter für die Gesundheit. Ah, hier kann ich hoch. Hier oben war doch auch noch so ein Kommunikationsding. Irgendwas. Ah, schön, Federn. Wie sieht man denn da noch? So. Da oben ist noch so eine Kommunikationseinheit. Wie komme ich da noch hoch? Ah, von hier. Und kaputt. Rein noch. Da ist noch eins. Da hinten ist noch eins. Und da ist noch eins. Gut. Dann gehe ich zuerst. Ja, wie komme ich da noch gleich hoch? Von. Ich gehe einfach mal hier runter. So, wie war das noch? Ich weiß es nicht mehr. Mal runtergehen? Nee, komm, geh nochmal hoch. Geh ich darüber. Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Ja. Ach komm, ich gehe jetzt hier runter. Ah, da ist auch noch eine Höhle. Ein Grab. Aber ich will erstmal diese Kommunikationseinheit zerstören.
verkletterbare Wände, ja, das wissen wir ja schon. Komm ich da so rüber? Das ist jetzt aber irgendwie... Ich versuch mal. Ich glaube eher nicht, das ist... Quatsch, nee. Gut, ich gehe mal eben in die Höhle rein. Mit Pistole. Revolver. Okay, Erz mitnehmen. Hier auch nochmal. Jetzt hier durchbrechen. Geht nicht! Nee. Alles klar, dann kann ich wieder rausgehen. Hier liegen überall Knochen. So, ich muss irgendwie versuchen, da hochzukommen. Aber wie? Ich weiß es nicht mehr. Und hier vielleicht? Wie doof. Okay, zwei noch. Oh, da habe ich wieder Wölfe gehört. Oder was war das? Will ich hier wieder runter? Eigentlich ja nicht. Ich muss ja eigentlich in die andere Richtung. Und zwar da hoch. Das sind erkletterbare Wände. Da ist ja schon die nächste. Und wir haben hier ein Lager. Alles klar. So, ein noch. Erstmal will ich sehen, ob hier noch irgendwie was Nettes rumliegt für mich. Bergungsgut. Haben wir hier. So, da ruhe ich mich jetzt nicht aus. Ich will weiter. Und zwar da hinten hin. Ich glaube, da muss ich hier oben lang. Warum kann ich auch so machen? Oh, das sind Pilze, wa? Also wie gesagt, alle anderen extra Missionen und Sachen, die man hier so einsammeln kann, das werde ich alles später nochmal machen. Ich kann ja... Hallo? Irgendwie spinnt das Spiel so ein bisschen. Hallo? Ich kann ja jederzeit in meine Basislager zurückkehren. Oh, oh, oh nein, ach shit. Ach kacke. Oh. Perfekt. Alter Schwede, was ist denn das? Das tut mir echt leid. Kommunikationsausfall. Ja, ich habe auch einen Kommunikationsausfall. Da ist noch eine Höhle. Da oben lag Munition. Hier hole ich mir nochmal eben. Was haben wir hier? Deckungsgut. Und eine Kiste. Die kann ich wahrscheinlich auch noch nicht aufmachen. Und doch. Compoundbogen. Der gefällt mir auch gut. Aber da brauche ich noch ein bisschen mehr für. Ja, da kann ich auch noch nicht rein. Ey, Mann. So, ich will wieder zurück zu meinem Kollegen. Kann ich hier hoch? Ja. So ein neues Herausforderungsgrab. Ja. Später mehr. Erstmal
Bin ich hier richtig? Ja, hier. Oh, doch ein ganz schönes Stück. Nehmen wir das Holz hier auch nochmal mit. Kann ich mal bei der Gelegenheit mal eben ein paar Pfeile herstellen. Haben Sie es geschafft? So. Sind ja, habe ich. Zerstört? Ja, sind Sie. Wir sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn Sie mit uns kämpfen, können Sie das hier benutzen. Den Dietrich! Schön! Ein behelfsmäßiger Dietrich, mit dem Lara Schlösser an einigen Türen und Truhen und Türen öffnen kann. Ja. Gut, kann ich vielleicht gibt es einen Weg zum alten Gefängnis. Truhe hier auch aufmachen. Okay, halbautomatische Pistole, Teil 1. So, ich setze mich jetzt erstmal hier ins Feuer. Roth ist der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Er wollte es mir heute beibringen. Es war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen. Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen angreifenden Bison finden würde. Ich sagte ihm, dafür hätte ich ja ihn. Aber nett, dass er es versucht hat. Ich glaube nicht, dass es weiteren Unterricht gibt. Roth sagte immer, die scharfen Augen und die ruhigen Hände hätte ich von Mutter. In diesem Sommer brachte er dann mir das Schießen bei. Was mache ich denn da? Mir gefiel es. Vielleicht zu gut. Nehme ich mal Schussfrequenz verbessern. Oh, ich kann ja noch mehr machen. Dann nehme ich doch hier die Pistole. Auch Schussfrequenz. Komm, ich nehme polierten Lauf, um Schaden zu erhöhen. Ich habe noch einen. Okay, dann nehme ich doch gleich mal die Griffumwicklung. Für der umwickelte Griff verbessert die Handhabung des Bogens und ermöglicht eine schnellere Zielgeschwindigkeit. Okay, ist klar. Habe ich noch was? Fähigkeiten. Kämpfer, Jäger, Überlebender. Jäger- und Jagd- und Plünderfähigkeiten. Fertigungs- und Erkundungsfähigkeiten. Nehme ich das doch mal. Schnellere Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Listenreicher Kämpfer. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt und außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr EP. Brandbomben. Leichtfuß. Landen Sie aus beträchtlicher Höhe sicher und ohne Schaden zu erleiden. Rollen Sie sich bei der Landung mit dem ab. Eifriger Lerner, erhalten Sie. Dadadada, nehme ich. Alles klar. So, eifriger Lerner. Gut, das war's. Und das war's auch mit der Aufnahme heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Irgendwie habe ich mich heute doch ein bisschen blöd angestellt. Gerade was so das mit den Wölfen angeht. Egal. In der nächsten Folge wird es besser. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.